Das Auto ist zu krank. Ich sag dir ehrlich, ich habe sowas noch nie gesehen. Leute, guckt euch das an. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich kann hier selbst stehen bleiben. Und kann hochfahren. Das ist 100% Steigerung. Ja, okay. Wir müssen heute probieren, die härteste Rampe in GTA 5 hochzufahren. Und zwar die Schlangenrampe. Falls wir das schaffen sollten, erwartet uns oben eine ultra krasse Belohnung. Mit dabei ist heute Amir. Was geht, Amir? Was geht ab, du Paul Burgi? Denkst du, wir schaffen es bis ganz nach oben? Ich sag dir, das wird ultra hart. Ich glaube, das habe ich bisher nur mit einem Auto geschafft. Aber wir fangen nämlich heute vom 1-Dollar-Auto an bis zum Trillionär-Auto, was hier drin ist. Und ich glaube, mit diesem Trillionär-Auto kann man das auf jeden Fall schaffen, weil das ist das teuerste Auto in ganz GTA 5. Das gibt es nur einmal. Und damit müssen wir es ganz nach oben schaffen. Aber vielleicht können wir das auch schon vorher schaffen. Mit einem günstigeren Auto kann ja auch sein, Amir. Mit meinen Fahrkünsten schaffe ich das schon früher. Ja, gut, ich weiß nicht, ob es so auf Fahrkünste drauf ankommt. Aber ich würde sagen, bevor wir zum 1-Dollar-Auto gehen, würde ich sagen, Amir, starten wir erstmal beide mit einem Random Vehicle, weil dann kann sich derjenige nämlich das 1-Dollar-Auto aussuchen. So, ich spawn. Bro. Oh, das verbuggt. Ja, das verbuggt, wie du es neu spawnst. Nicht, dass hier der komplette Server crasht, Leute. Leute, ich habe eine Titanic gespawnt. Super, die zählt nicht. Ja, ich glaube. Oh, pass auf. Ja, zum Glück, Army hat die schnell gelöscht. Army hat da einen GTA. Bro, ich habe direkt einen Lamborghini Urus. Du hast ein normales GTA-Auto. Ja, ich würde sagen, lass einfach beide gleichzeitig fahren. Mal gucken, wer jetzt hier... Was haben wir eigentlich für Multiplayer an? Alles aus. So, dann würde ich mal sagen, dann fahren wir jetzt mal los hier. Guck mal hier, die ersten Dinger hier, Bro. Wir fahren zusammen los, ne? Ja, ich fahre schon. Ja, genau, wir können zusammen losfahren. Ich meine, keine Sorge, ich ramm dich nicht mal. Ja, aber guck mal, das ist hier bisher sehr, sehr einfach. Also... Ja, aber es ist auch erst 10 Grad, ne? Also das darfst du nicht vergessen. Ja, stimmt. Es wird halt immer steiler, Leute. Hier sehen wir auch da oben. Okay, jetzt kommen wir hier langsam zu 20 Grad. Jetzt wird es langsam schon härter. Also guck dir mal an. Bro, also ich komme hier immer noch gut durch, sag ich dir ganz, ja, ganz ehrlich. Komm, tue ich auch, aber überleg mal, wie steil das jetzt schon ist. Boah, Junge, 20. Jetzt wird es aber richtig steil. Wow. Okay, jetzt müssen wir auf. Deine Probleme schon? Guck mal, wie easy ich hier durchkomme. Das Problem ist, man dürfte auch nicht zu langsam fahren, weil wenn man zu langsam fährt, der fällt man einfach runter. Dann rutscht einfach runter. Oh Gott. Okay, jetzt müssen wir hier wirklich aufpassen. Ey, aber ich sag dir ehrlich, fürs erste Auto 40 Grad hier direkt geschafft. Oh mein Gott. Okay, hier ist Hardcore, Leute. Hier ist richtig Hardcore. Jetzt fängt es an, schwer zu werden. Start hier halt nicht fest. Oh mein Gott. Nein, ich kann nicht mehr lenken. Ich konnte nicht mehr lenken. Nein. Ja. Okay. Guck mal, wo ich bin. Oh mein Gott, Junge, wie weit... Na, niemals. Das schaffst du jetzt nicht. Das schaffst du niemals. Bro, das schafft er niemals, Leute. Oh nein, ich rutsch runter. Bro. Nein. Fahr. Oh, nein. Aber wir sind trotzdem... Ja, Bro, ich kann mich nur halten. Oh, sind nein. Aber wir hatten auch relativ coole Autos gehabt. Wir sind sehr hochgekommen, muss ich sagen. GG. Okay, Ami, damit geht der erste Punkt an dich. Und wir können die ersten beiden Autos aussuchen. So, wir müssen jetzt einmal die Container hier wegmachen. Und dann kannst du gleich ein Auto aussuchen. So, ich lösche jetzt mal hier den. Warte mal, das ist das 1-Dollar-Auto. Das erste 1-Dollar-Auto. Guck dir das an, Ami. Das ist ein Traktor. Ey, das sieht nicht so gut aus. Leute, der dampft auch ein bisschen. Ist logisch, dass der nur 1 Dollar kostet, dieses Müllding. Gut, ich bin mal gespannt, was hier im anderen 1-Dollar-Container drin ist. Oh, okay, so ein... Bro, der Roller... Junge, was ist das denn? Das ist selbst zusammengebauter... Aber der ist LED. Ja. Ey, der ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Der hat Power. Okay, ich dürfte den Traktor nehmen, oder was? Ja, natürlich. Junge. Du bist auch... Ey, Bob, der Meister, können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Okay, ich fahre jetzt hier mit meinem Traktor. Und. Bro? Ich fahre schon mal los, ne? Ami, ich glaube, du hast gewonnen. Du kommst gar nicht hoch. Ich bin nicht so, darfst ruhig hochtippen. Ja, okay, Leute. Wir dürfen uns hochtippen. Wow. So, dann machen wir mal ganz kurz. Leute, guck mal, wo Ami schon ist. Also, das hat gar keinen Sinn. Das hat gar keinen Sinn. Ami ist 100. Schon, guck mal, ich komme schon hier nicht weiter, Freunde. Guck mal, ich roll hier schon rückwärts. GG, Ami, die Runde geht leider an dich. Komplettes Müllauto. Okay, aber ich denke mal, das 100-Dollar-Auto, das wird schon ein bisschen besser sein. Und deswegen gucken wir erstmal, wer das auswählen darf. 2 Punkte leider schon an Ami. Wir machen... Motorrad bin ich mal gespannt. Das könnte auch sehr...
Okay, ich glaube, 6x6 wird ultra krass, ne? Ich sag dir ehrlich, 6x6 wird, glaube ich, ultra heftig. Ich kann es schwer einschätzen wegen dem Gewicht, nicht, dass er irgendwann wegkommt. Ja, einfach. Okay, es könnte vielleicht könnte der echt zu schwer sein. Aber ich glaube, Motorrad könnte schon... Ja, Motorrad ist so ein bisschen in GTA doch immer so ein wie so ein Bergsteiger gewesen, ja, weißt du? Ja, stimmt schon. Besonders, ja, ich kann ja Wheelie machen und alles, das ist schon viel besser. Ah, bisher läuft's hier sehr... Oh, ich fall raus, weil ich zu schnell war! Pech, Amir, Pech. Ja? Ja, ernst? Ich will mal gucken, wie ich aber... Ja, Bro, selber, wenn du runterfällst, fährst du runter. Das ist ja hier kein Wünsch dir was. Der Punkt geht definitiv an mich, aber ich würde jetzt mal sagen, mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen mit dem Motorrad. Vielleicht könnte es ja sein, dass wir es sogar jetzt damit nach oben schaffen, weil wenn wir es damit nach oben schaffen, dann haben wir natürlich direkt gewonnen. Und bisher, ja, Junge, Gummi, Leute, Gummi, ja, hier, ich muss hier ein bisschen hier, Seite. Okay, ich glaube, das war's aber jetzt hier. Ich fahre gerade trotzdem ein bisschen, um zu gucken, ob ich hätte gewinnen können. Ich glaube, ja. Junge, guck. Ich glaube, ja. Obwohl, Freund. Oh mein Gott. Komm. Ich muss hier ein bisschen so schräg fahren. Schräg fahren, hier so. Guck mal hier. Entschuldigung. Amir. Ja, sorry, ja. Ich habe gewonnen. Schade. Aber egal, Freund. Ich habe gewonnen, die Runde. Amir wollte es nicht, dass ich das nach oben schaffe. Ich sagte, ich hätte es sogar vielleicht nach oben geschafft. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Aber wir sind jedenfalls bei den 100-Dollar-Autos. Und ich werde mal gucken, Freunde, was hier im Container drin ist. Oh mein Gott. Für 100 Dollar gibt es einfach so einen Traktorreifen, mit dem man hochfahren. Ich sag dir... Das sind günstige Reifen. Der Reifen sieht aber krass aus. Weil guck dir mal hier den Grip und so an. Ich sag dir, ich glaube, der könnte es wirklich... Ja, ich will nicht sagen ganz nach oben, aber der könnte es schon echt gut schaffen. Gut, wir gucken mal hier im nächsten Container. Boah, gute Frage. Hier ist so ein Spielzeugauto. Ich sag dir ehrlich, Bro, wenn es ein Reifen mit Grip nicht hochschafft, wer soll es dann hochschaffen? Weißt du, was ich meine? Oh, ups, ich bin aus. Guck mal hier. Ey, aus meinem Reifen raus, Junge, Arm hier. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus, das Ding hier. Oh mein Gott, okay, hoch hier, Leute. Und... Ich glaube, das ist falsch entschieden. Das Auto, ist das gut oder was, dein Auto? Ja. Also mein Reifen rollt. Ich sag ehrlich, er rollt. Und der rollt sehr, sehr clean. Armin, was ist da los, hä? Nein, mein Auto ist voll verbuggt. Oh, was ist da los? Nein, mein Auto ist verbuggt. Also ich sag das dir ehrlich. Mein Auto ist verbuggt. Der Reifen knallt irgendwo immer gegen und springt weg. Ja, kannst vergessen, mein Auto schafft nichts. Ja, dann musst du wohl, der nächste Punkt geht dann auch an mich. 2-2, aber ich fahre mit dem Reifen. Junge, das könnte jetzt, ey, aber wenn das jetzt das 100-Dollar-Auto schon schafft, dann haben wir absolut Jackpot, ne? Glaubst du selber nicht. Ich muss gucken, weil ich merke hier schon langsam, Freunde, wenn ich jetzt hier ein bisschen hochkomme, der wird ziemlich langsam. Oh Gott. Okay, 30 haben wir hier schon mal. Sehr gut. Und. Ja, komm. Zieh. Power. Grip. Leute, ich kann nichts machen. Okay, schade. Ja, der Reifen hat es leider nicht geschafft. Oh, Manometer. Ich steig aus. Bro, das Ding ist, wir sind jetzt hier bei 1000 Dollar und man sieht schon, was da ungefähr dahinter ist. Das ist ein Boot oder was? Ein Boot für 1000 Dollar. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich werde mal hier den ersten... okay. Und hier sehen wir auch schon direkt das zweite Auto. Warte mal, ich mach das mal alles einmal weg hier. Also wir haben hier einmal einen Einkaufskart für 1000 Dollar, was selber zusammengebaut worden ist mit so einem Motor, Klopapierrollen und es sieht jetzt irgendwie nicht so krass aus. Und dann haben wir hier ein Boot mit Monster-Truck-Reifen. Oh, falsch entschieden. Was laberst du? Das ist ein Boot mit Monster-Truck-Reifen. Ey, Armin, hör doch mal auf hier. Der will mich, Junge, ich hau ab. Hau rein, Armin. Oh Gott, nein. Ich sag dir, der ist OP. Der ist komplett OP. Du hast eine Sache nicht vergessen. Dadurch, dass die Reifen so hoch ist, das Gewicht so nach oben verlagert. Du wirst irgendwann runterfallen. Ah, Junge, jetzt komm hier nicht mit deinen physikalischen Informationen. Ich hab Ben Albert Zweistein. Junge, aber ich habe viel mehr Grip wie du. Du wirst einfach irgendwann rückwärts runterfallen. Guck mal, wie weit du hinter mir bist. Du kommst gar nicht hinterher. Junge, du hast doch gar keine Chance. Das Einzige, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt, weil wenn es zu steil wird, Leute, ihr seht das ja nicht, aber dann kann man kaum noch lenken. Also, dann hat man hier schon weniger Möglichkeit, links, rechts zu lenken. Okay, hier. Oh Gott. Komm, zieh. Sehr gut. Boah, bisher? Es ist auf jeden Fall eins der besseren Fahrzeuge. Junge, wo bist du denn? Du bist doch da ganz hinten.
Ich weiß gar nicht, was du dich überhaupt auf den Billionplätzen da meldest. Ich hab dir, guck mal, ich hab, Junge, ich hab einen Bootsmotor. Boah, guck dir das an, Junge. Ich fahr damit ganz nach oben. Ohne Spaß. Da merkt man, dass du gar keinen Plan hast von Autos. Nee, nee, du kommst niemals weiter wie ich. Oh, jetzt. Ah, Leute, wir haben Probleme. Wir haben Probleme. Bisschen. Rüber, rüber, rüber. Ich muss rüber. Ja. Oh mein Gott. Nichts haben wir geschafft. Oh Gott, Leute. Wir werden Stein holen. Wir werden Stein holen. Komm, komm, komm. Niemals, niemals. Oh, sehr gut. Hier den Grip noch mitnehmen. Oh, du sind bei 50 angekommen. Okay, 50 Punkte haben wir schon mal. Und hoch. Hoch. Zieh. Nein, 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 nein. Zieh. Hallo. Wo bist du? Ami ist deutlich weiter hinten, Leute. Nein! Was laberst du mit falsch ausgesucht? Auch der Punkt, Alter, geht an mich. Junge, irgendjemand hat uns hier gerade die Nullen geklaut. Ami ist ja die Doppel-Null eigentlich. Okay, also wir hatten jetzt gerade das 1000-Dollar-Fahrzeug und jetzt, Ami, kriegen wir schon richtig krasse Autos und zwar 100.000 Dollar. Ich bin wirklich gespannt, was sich dahinter verbirgt, Freunde. Wir machen den ersten Container weg und... Okay, das ist krank. Das ist krank. Und zwar, ich fahre ihn jetzt einmal kurz vor, weil... Oh, der ist krank. Bro, das ist ein M5 Special. Also das ist so ein M5 CS, glaube ich, Leute. Das ist so, so eine Special-Version. Guck mal, hier sehen wir das auch. Das Ding, glaube ich, hat richtig Power. Der hat richtig Power. Ich guck mal kurz, was im nächsten Container drin ist. Oh, ein C63. Auch gut. Aber... Ich sag dir ehrlich, also ich weiß nicht, wie ich nehme. Ich denke mal... Ja, komm. Bro, guck mal, der ist auch so ein bisschen hochgelegt, breitgelegt, Sonderedition. Der muss gewinnen. Oh, der hat auch einen geilen Sound, Bro. Oh, meiner ist leider leise. Du hast verloren, ich sag dir ehrlich. Du hast verloren. So, Amir, beiseite. Ey, guck mal hier. Guck mal. Junge, ich sag dir ehrlich, ich glaube, der könnte sogar nach oben schaffen. Nein, glaube ich nicht. Lotti, alles gut, selbst Junge. Lotti sagt, dass du es nicht gewinnen kannst. Junge, Lotti regt sich auf wegen dir, Amir. Wie? Warum? Ey, Lotti, es tut mir leid. Junge, kann nicht wahr sein. So, zack. Ich weiß so, ich mach jetzt. Ich sag dir gerade ehrlich. Oh, meiner fällt gut, meiner fällt gut. Mein Auto ist geisteskrank. Meiner hat sehr guten Grip. Dein Auto hat leider keine Chance gegeben. Junge, meiner ist hier. Ich fahr gerade hier. Ich sag dir, ich schaff's nach oben. Wenn du Mann bist, bleib jetzt an der Stelle stehen, wo du bist. Ja, hier kann ich machen, Leute. Guck mal hier. Guck mal hier, Bro. Guck mal, okay, komm. Ja, warte. Komm. Ich warte. Komm. Hier. Leute, der Sound auch hier. Guck mal, er will mich runterrammen, Leute. Da kommt er. Komm ruhig. Oh, Abi. Junge, ich glaube, das war's nicht mit dir gewesen hier. Übrigens, falls es beide nach oben schaffen, ist unentschieden. Ist unentschieden. Ja, gewinnt natürlich wir beide den Preis. Dann müssen wir uns den teilen. Okay. Jetzt langsam wird's hart bei mir. Oh, jetzt hier. Oh, Bro, okay. Bei mir wird's langsam auch hart. Das ist hier das letzte Stück. Oh Gott. Nein. Komm, zieh. Oh mein Gott, das ist steil, Leute. Oh mein Gott, nein, das ist hier die letzte Dings. Oh mein Gott, nein. Bro, ich komm nicht hoch. Bro, nein. Oh mein Gott. Fahr! Nein! Fahr, der fährt nicht, Leute. Junge. Bei mir auch. Nein, ich fahr runter. Ey, Bro, das wäre die letzte Kurve. Nein! Aber ich bin einen Tick weitergekommen. Ja, aber das ist ein Millimeter gewesen. Nein, ich war Autolänge vor dir. Das ist ein Millimeter gewesen. Okay, Junge, guck mal, wie hoch wir waren. Wir waren hier, Amir. Wir waren hier. Wir hätten nur noch die eine Kurve schaffen müssen. Aber die letzte Kurve ist wirklich so 100, also so 90-Grad-Dings hier, ne? So komplett hoch einmal. Aber trotzdem, das Ding ging an mich. Jetzt kommen wir zu den 1-Million-Dollar-Autos. Ich sag euch, wenn gerade die 100.000-Dollar-Autos... Warte mal. Nee, ich glaube, das waren gerade die 10.000-Dollar-Autos. Das wird noch geisteskrank. Oder waren das jetzt... Leute, ich weiß... Das sind die 100.000-Dollar-Autos, stimmt. Ey, was waren das für krasse 10.000-Dollar-Autos? Gut, ich bin gespannt, was jetzt die... das ist mein Auto, Leute. Mein Lamborghini Huracan STO, Freunde. Ich habe ihn aber in Gelb, nicht in Blau. Schade, dass der hier nicht in Gelb ist. So, und weg damit... lol, das ist das Stani gegen iCrimex-Duell. Weil Max hat ja einen Lamborghini Urus. Ja, okay, komm, wir machen jetzt hier. Dann gehe ich natürlich in meinen Lamborghini rein, Leute. Ich repräsente dich, Max, mein Bro. Ich bin gespannt, wer jetzt hier gewinnen wird. iCrimex oder Stani. Welcher Lambo ist besser? Aber ich sag dir eigentlich, also ich finde meinen Lambo cooler. Das Problem ist nur, dass also natürlich... ich muss ehrlich sagen... Das Ding ist nämlich, ich glaube, der Urus ist halt ein Tick besser, ne? Aber, meiner ist auch schnell, ne? Ich weiß halt auch nicht so richtig, wie es hier ankommt. Ich glaube, es kommt eher so auf Power angefühlt, ne? Power und Grip. Ja, Power und
Vielleicht Beschleunigung auch wichtig. Mehr als Endgeschwindigkeit. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass du, wenn du am Anfang mehr Power machst, dann kannst du auch eher hochklettern. Ja, also ich sag dir mit denen, guck mal hier, ich fahre hier wirklich komplett clean lang. Jetzt wird das Lenken schon ein bisschen schwierig hier bei 30 Grad. Aber guck mal, ich bin immer vor dir, ne? Deutlich weiter vor dir. Ich lasse aber auch Zeit gerade. Ich bin extra nicht. Okay, du machst also immer den langsamen. Weil im Gegensatz zu deinen anderen Gegnern bin ich fair hier nur, ne? Wie ich kurz gesagt habe. Okay, jetzt kommen wir langsam hier in das letzte ein Drittel, wo es natürlich am interessantesten wird. Und ja, locker. Ey, hatten wir gerade gar kein random Vehicle gehabt, Amir? Ja, du hast wieder übersprungen. Ich habe einfach übersprungen, Freunde. Sorry, du hast ja auch nichts gesagt. Sag ich dir ehrlich. Das ist ja dein Spiel, Spiel, ne? Ja, okay, wenn du sagst, also normalerweise. Oh, nein, nein. Oh mein Gott. Ja, ich konnte nichts machen. Oh mein Gott. Ich konnte nichts machen. Oh mein Gott, ich bin der Driftkönig. Nein. Ich bin hier raus. Ich konnte nichts mehr machen. Ich bin hier raus. Okay. Nein. Das war's, Amir. Das war's, mein allerliebster. Bin ich nicht weiter gekommen als du? Nee, ich war weiter. Was? Ja, ich war oben in der Kurve, mein Bester. Ach, Digga, er lügt doch wieder, Leute. Ich war oben wieder in der Kurve und deswegen geht der Punkt auch wieder an mich. Aber jetzt natürlich, Amir, random Vehicle und zwar wir spawnen 3 Autos und wir müssen das Größte nehmen. Eins. Was ich mit dir machen werde. Okay, Leute, das ist schon mal sehr... Oh Gott, du hast schon mal nicht so gutes Auto. 2. Das fehlt nicht. 3. Ja, okay, ich nehme das Erste. Bro. Nee. Das Größte musst du nehmen. Ja, viel Spaß mit den Gammel-Dings. Ja. Bro, nicht dein Ernst! Ja, musst du nehmen, Amir. Kann ich auch nichts dafür. Ey, Leute, Charlie ist ein Cheater. Junge, ich hab doch gesagt, größte Auto. Ich hab hier auch nicht so ein gutes Auto. Das ist auch hier so ein... Ich sag dir, die Autos haben zu viel Gewicht und damit... Digga, mein fährt gerade mal 30 km/h! Ja, okay, warte mal. Vielleicht brauche ich ja gar nicht erst hochfahren. Nee, ich schaff's auch. Ja, okay. Junge, das macht ja voll Rabatz, dein Auto. Was laberst du? Ja, ich war gerade 30 hoch hier. Super, Rabatz. Ich bin gerade Vollgas, guck mal. 31, 32, 33 km/h, 34. Ja, aber kann ja sein, dass deins irgendwie ein komplett irgendwie Sondertalent hat oder so. Ja, der Weihnachtsmann kommt vorbei und zieht mich mit Rudolf mit der Nase noch hoch oder was? Ja, könnte ja sein. Ja, die einzige Nase, die hochgezogen wird, bist du, Alter. Junge. Ja, also geschwindigkeitstechnisch hat Armin hier schon mal gar keine Chance. Und ich muss aber auch sagen, der Wagen, der hat sehr, sehr guten Grip, ne? Also, ich bin zufrieden. Ja, meine lenkt auch. Immer aus der Ego-Perspektive. Oh, guck mal hier. Leute, wie ein Profi. Nein. Oh Gott. Okay, jetzt wird. Nee. Obwohl. Junge, der macht hier noch gut Rabatz. Ich fahre hier noch mit gut 100 km/h lang. Let's go. Oh, wow. Locker. Ich habe meinen Geist aufgegeben hier. Er hat deinen. Ja, Leute, das war's eh gewesen. Guck hier, wie er steht. Hier komm ich nicht höher. Ja, stark. Also das war locker mal wieder gewonnen. Locker. Wieder ein Punkt. Bro, und jetzt kommen wir zu dem... Eine Million, Leute. $1 Million, Auto. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, was ist das, Leute? Mein Lamborghini kostet doch keine 100.000, Alter. Was ist das für ein Crap hier, ja? Also, das ist ja frech, Leute. Mein Lamborghini 100.000. Das wäre schön. Da würde ich 3 kaufen, Junge. 4 kaufen. So, hier haben wir... Boah, das ist krass. Warte mal, stellen wir den mal kurz richtig hin, Leute. Das ist heftig. Wir haben hier 2 Offroad-Autos. Einmal mit Monster-Truck-Reifen und einmal mit so einem Komplett-Grip, All-Grip-Reifen. Ich sag dir ehrlich, ich werde den Bugatti nehmen. Oh, sehr gut, danke schön. Ich wollte den Brabus haben. Ja, aber ich sag dir ehrlich, den Brabus, die Reifen hatte ich schon ausgetestet. Ich weiß nicht, ob die besser sind. Weißt du, was ich meine? Ja, alles gut. Alles gut, aber der ist schnell. Junge, der ist schnell. Der Brabus? Ja, der ist ultra schnell. Ja, OP übertreibst jetzt auch. Oh nein, Leute, ich glaube, ich habe mich falsch entschieden. Obwohl, ich sag dir hoch, also oben rum kommt meiner deutlich besser, ne? Ja, Bro, ich gebe halt nicht so viel Gas. Ja, aber meiner kommt, hohe Drehzahl kommt meiner. Ja, dreh du dich mal weiter mit deiner Zahl. Oh Gott. Wo bist denn du? Oh, hast du ein bisschen Probleme gehabt? Bro, dann warte auf mich. Ich ramm dich hast weg. Hast du ein bisschen Probleme? Oh, hat der Stani kleine Probleme gehabt, sonst hat er nie auf mich gewartet. Bleib doch mal locker. Guck mal, was er da macht. Stehen. Junge, tschüss. So, gleich ziehe ich an dir vorbei. Guck mal, ich komme hier ohne Probleme. Also dafür, dass du den gerade noch so schlecht geredet hast, komme ich locker hoch. Ja, oh Gott, ja. Hast du gesagt? Ich sag dir leider ehrlich. Wie ist die Luft eigentlich so da unten? Ich muss auf jeden Fall hier mit Schwung, ich muss den Schwung aus den Kurven mitnehmen. Ansonsten habe ich, glaube ich, Probleme. Oh, bei dir sieht es aber auch nicht gut aus. Ach, Digi, das ist alles Kalkulation. Ja, das war gerade ziemlich weit außen, Junge. Ich nehme das außen richtig mit, guck, und jetzt ziehe ich nach innen. Ja, das ist auch sehr. Jetzt ziehe ich nach innen. Nein. Siehst du? Meiner hat sich überschlagen. Bro, ich check's nicht, warum. Leute. Wir gucken, wie hoch Armin noch.
Ja, okay, das war's auf die Arme. Aber naja, der das war's, Punkt, das war's. Aber egal, easy. Ich sag dir sogar, ich hab die Autos eigentlich besser eingeschätzt mit großen Reifen. Nee, das ist einfach, weil die sind zu wackelig. So, jetzt kommen wir aber schon zu dem Grün. Jetzt, ach so, ja, wir müssen jetzt mal Random Vehicle machen, stimmt, oh mein Gott. Weil danach kommen nämlich die 10 Millionen Dollar Autos, da bin ich sehr gespannt, was wir da kriegen werden. Okay, Random Vehicle. Oh, nee. Oh Gott, beide Müllsachen. Obwohl ich eigentlich deins ist mehr glaube... Müll. Nee, deine, du bist ein Grip und du. Aua, ja, das zählt natürlich nicht hier. Ich belebe mich wieder. Oh mein Gott, ist der schlecht. Ja, aber der ist richtig schlecht. Also, ich weiß nicht. Ich muss aufpassen. Ich bin gerade Vollgas in die Kurve gegangen und weggedriftet. Ich sag dir, meiner ist nicht so schlecht, wie du denkst, ne? Junge, ja, jetzt nicht. Der ist wirklich nicht schlecht. Was laberst du? Guck mal hier, wie ich tschüss, Bro. Alles gut, alles gut. Guck mal, wie ich um die Kurven petze. Zieh ruhig vorbei, Minion. Nein, ich sag dir, mit keinem Auto bin ich bisher so gut um die Kurven gekommen, wie mit denen hier. Ja, der kann gut um Kurven fahren, aber warte ab, was gleich passieren wird. Ah so, du hast das hier schon gemacht mit denen, oder was? Ja, ja, ich kenne den doch. Du hast ein Müllauto. Ja, guck mal, wie er mein Auto schlecht redet. Weil er... Junge, er weiß bestimmt, dass ich damit hochkomme und will, dass ich... Das könnte sein. Okay, Ami, wir sehen uns oben, ne? Ich werde mir den Bonus schon holen. Oh, sehr gut. Hier, Kurve, gar kein Problem. Let's... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, hier... Waren sich die ersten... Machst du schon Probleme, mein Bester? Man kann das noch gut durch. Ja, bitte? Was hast du? Ich hab dich gar nicht verstanden, Stani. Och, bist du. Ja, ich bin raus. Mal gucken, ob Armin weiterkommt. Nein, er ist ein bisschen weitergekommen. Let's go! Nein! Millimeter bist du weitergekommen. Weil ich hatte dein Motorrad gar nicht. Ich hab zu schlecht geredet für Motivation. Okay, Armin. Du kannst dir das 10 Millionen Dollar Auto aussuchen. Ich bin gespannt. Ja. Bro, das ist ein sehr, sehr krasses Auto, Freunde. Das ist der Mercedes Vision GT Concept. Das Auto ist sehr, sehr stark. Also ich kenne das. Das ist ultra strong. Das könnte es sogar hochschaffen, bin ich mir aber nicht sicher. Und Project One, Leute. Nee, Entschuldigung, Vision. Okay. Ich glaube, Leute, der Vision war eine gute... Boah, direkt schon 140 km/h jetzt bist du hingefahren. Ja, ich glaube, der Vision ist ein bisschen... guck mal, Junge! Wie knallst du hoch, Alter? Ja, ganz normal. Im zweiten Gang nur. Aber ich sag dir, besonders beim Project One, Freunde, das Auto ist ja extrem leicht und hat sehr viel PS. Das Auto hat ja auch über 1000 PS, extrem leicht. Und hat halt dementsprechend auch geisteskranken Grip, ne? Ja, aber das wird dir nichts bringen, mein Bro. Das wird dir nichts bringen. Ich sag ehrlich, ich werde dich gleich sogar einholen. Ich werde jetzt nicht pushen. Ja, push. Ich fahr langsam. Guck mal, Leute, wie ich hier durchkomme. Irgendwann fährst du an zu driften und so, und dann will ich nicht dafür, dass ich rauskomme. Meine hat so viel Grip, der fängt gar nicht an zu driften. Also ich sag dir ehrlich. Meine hat zu viel PS, meine hat zu viel Geschwindigkeit, wo ich gleich ankämpfen werde. Ja, aber da können auch eigentlich die, wenn zu viel PS ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Reifen auch zu krass durchdrehen. Ach, da hinten bist du noch. Oh, ja. Okay, da. Nein. Oh mein Gott, das war ja gut. Ey, Bro. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde es schaffen, Stani. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Hast du gesaved? Ich bin runtergefallen. Nein! Nein! Bro, die letzte Dings, da musst du die Kurve... Guck mal hier! Hier bin ich rausgeflogen. Da musst du die letzte Kurve... Ich habe es gesehen. Die letzte Kurve musst du dir perfekt nehmen, um da auch rum hinzukommen. Das letzte Stück ist wirklich... Fast unmöglich. Ich glaube, das schafft nur ein wirklich krasses Auto. Ich bin gespannt. Ja. Jetzt haben wir hier die 100 Millionen Dollar Autos. Ich bin gespannt, warum die so teuer sind und was für Autos das sein werden. Hä? Das ist der Apple Mercedes. Das ist der Apple Mercedes? Bro, Hallo, warum darfst du schon testen? Ja, ich wollte nur mal kurz... Guck mal, hier vorne. Junge, das ist, glaube ich... ein Auto, was nie veröffentlicht worden ist. Ja, Konzept IAA. Okay, das ist krank. Das ist sehr, sehr heftig. Nein. Oh mein Gott. Noch ein Konzept-Auto. Das ist das Future Battle. Oh mein Gott. Kein Wunder, Leute, dass die Autos so teuer sind. Aber die kriegt man halt gar nicht. Ne? Die sind eigentlich auf dem normalen Markt. Sind die gar nicht verfügbar. Sind one of ones. Die bekommen? Junge, guck mal, wie der aussieht hier. Junge, wenn ich die Lichter mache, Leute. Der hat hier so richtig Effekte, LEDs. Wo hast du die her? Ich hab die gekauft. Extra für die Challenge hier. Okay, krass. Oh nein. Ja, aber... Ja. Was?
willst du? Sorry, Amir. Ja, ich weiß, also, es sind komplette Elektroautos, weil du gar keinen Motorsound, nur so ein... Die sind schlecht. Junge, das Problem ist halt, warum die so teuer sind. Also viele werden sich jetzt fragen, hä, 100 Millionen Dollar? Wieso kosten die Autos so viel? Ganz einfach, Freunde, das sind die ersten Autos und eine Entwicklung von einem neuen Auto ist extrem teuer. Und die komplette Entwicklung für das Auto hat halt 100 Millionen Dollar gekostet, weil es auch nur eins auf One of One ist. Also es gibt davon. Ja, das ist halt sehr Rarität. Ja, es gibt es halt auch nicht mehr, aber bis... Boah, Bro, ich sag ehrlich, ist jetzt nicht... Also ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber bisher kommt man clean... Ich will nicht sagen, aber vielleicht haben die so eine Special Grip Funktion. Kann sein. Nee, das sieht mau aus, Freunde. Das sieht sehr, sehr. Das sieht sehr mau aus. Das sieht. Ich muss weiterkommen, die Army. Ich muss weiterkommen. Nein, er kommt weiter. Ich muss weiterkommen, die Army. Ey, ich muss weiterkommen, die Army. Bluff. Ich das muss. So, ey, warte mal kurz, warum durfst du eigentlich die Autos auswählen? Ich hab doch eben gewonnen. Ey, Bro, ich hab doch gar nicht die Autos ausgewählt. Du hast einfach den Weißen geholt. Nein, du bist einfach in die andere eingestiegen. Nein, Leute, du bist Bro. Zuerst den Weißen eingestiegen. Nein, nein, du bist ein. Ich hab doch gerade gewonnen. Kein Punkt. Nein, was quatschst du, das ist mein Punkt. So, ja, wir machen jetzt weiter, Ami. Jetzt kommt das 1 Milliarde Dollar Auto. Dahinter werden wir gleich das 1 Milliarde Dollar Auto sehen, aber vorher. Random, 3 random Vehicles und wir nehmen das Kleinste. So, okay, das zählt schon mal nicht, Leute. Das Kleinste, das ist sehr gut, dass man da als erstes Auto ein Dings hat. Oh nein, Alter, ey, das zählt der Panzer. Ich muss noch eins spawnen, weil das eine ist ein Flugzeug. Ja. Ja, zählt bei mir der Panzer? Ja. Ah, Digga, das ist so ekelhaft. Das war es leider komplett, ne? Also. Der Panzer ist größer. Das war es leider komplett auch für mich gewesen. Ja, und er ist kleiner als... Oh mein Gott, zum Glück darf ich das hier holen. Das Kleinste, ne, Bro? Das Kleinste. Ja. Der Panzer guckt oben drüber, durch die Kuppel da. Okay. Und also, die Limousine ist auch minimal höher. Na, ich hoffe, die Runde geht leider an dich. Ja. Also, das ist... Ey, Army-Juge! Oh, aus dem Weg. Oh, danke! Danke! Ey, danke! Danke! Aha. Ja. ich will mal sagen. Ich hab uns genug Zeit gerade gespart. Aber oder? Der Punkt geht da nicht. Das waren zwei Müllautos, Freunde. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. 1 Milliarde Dollar Auto. Boah, was wird hier hinter drin sein? Ich bin gespannt. Und. Warte mal. Das ist ein normaler Lamborghini Urus? Urus, aber Limo Edition. Na. Der ist OP. Oh Gott, ein One-of-One. Oh, okay, das ist crazy. Das habe ich auch noch nicht gesehen. 1 Milliarde Dollar, Leute. Das wurde. Warte, was ist das denn hier? Okay, Bro, das ist hier der 6x6. Welchen nimmst du, Amir? 6x6 Q8. Schön Urus. Okay, Amir nimmt den Urus. Das sind hier, das ist auf jeden Fall, Leute, das sind... Guck mal, der meine hat sogar LED. Oh Gott, na, ich weiß nicht. Also, macht deiner einen krassen Eindruck? Meiner macht keinen schlechten Eindruck, bin ich ehrlich. Ui, wie lange ich fliege hier. Also, ich denke mal, mein Auto wird zu teuer sein wegen der Lackierung. 1 Milliarde Dollar Lackierung. Digga, ey, das ist nicht dein Ernst. Was denn? Mich zu rammen. Ich hab dich gar nicht gerammt bei mir. Ja, also, wenn du da irgendwelche Probleme hattest, dann tut mir das leid. Einzige Problem, was ich habe, bist du gerade. Ey. Muss ich sagen. Okay, ich komm hier locker hoch. Ich komm locker hoch. Ja, locker. Boah, deiner fährt richtig krank, ne? Oh mein Gott, fährt deiner krank. Oh, als ob der das schafft. Was hab ich dir gesagt? Ja, ich weiß nicht, vielleicht meiner noch so Sondergrip oben, aber Amir fährt gerade komplett clean durch. Mhm. Junge, nein, bei Amir sieht's richtig gut aus. Und ich streng mich noch nicht mal an. Also du hast nicht mal Probleme, oder was? Also klar, jetzt wird's langsam schwieriger, bin ich ehrlich. Das war's bei mir, Leute. Brauch ich nicht zu lügen. Aber das war's, aber meinte ich, ich wusste direkt, meiner ist schlechte Performance. Okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Amir ist hier gerade in der vorletzten Kurve. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Holy moly Macaroni. Die Reifen. Nee, das war's. Oh. Junge, nicht mal das 1 Milliarde Dollar Auto schafft das. Kannst du keinem erzählen. Das Ding ist, es geht weiter mit dem 1-Trillion-Auto. Und Amir, ich würde sagen, du durchst diesmal, wir werden direkt weiter starten. Wir werden direkt durchstarten, das 1 Trillion. Oh mein Gott, Bro. Oh mein es ist ein Bettmobil. Das ist halt krank, ne? Ein Bettmobil gegen... Ich bin gespannt, Bro, was könnte... Hä?
Bro, das ist so ein Fehler. Da uns gerade die Platte runtergefallen ist, Leute, haben wir jetzt hier unsere zwei Autos hingestellt. Das Ding ist, also wir haben jetzt hier... Willst du den Bugatti nehmen, oder was? Ja. Ja, du weißt schon, dass ich hier ein Batmobil habe, ne? Ja, mach ich, aber der hat keinen Boost. Ha, ey, Digga, ist das dein Ernst? Ja. Amir, besser aufpassen. Aber, Junge, ich weiß, warum deiner so teuer ist, ne? Mhm. Weil deiner ist full gepanzert. Ja. Junge, deswegen ist das Auto so teuer. Ich habe mich gerade gefragt, Freunde. Aber das ist auch ein guter Gegenspieler. Weil na, normalerweise könnte ich dich einfach kaputt schießen. Aber deswegen wird dein Auto 10 Milliarden kosten, weil er komplett Panzerung hat. Aber das Batmobil ist natürlich eine klare Geschichte. Ich sag, damit komme ich nach oben. Also ich will jetzt nicht pushen. Damit komme ich nach oben komplett. Du pushst gerade, ich sag's dir. Stani, vertrau mir einfach. Wenn ich dir sage, du kommst nicht hoch, kommst du nicht hoch. Aber wir müssen hochkommen, Ami. Wir müssen hochkommen. Ja, aber ich glaube, mit den Autos schaffen wir es auch nicht, Digga. Ich glaube, die Leute haben vergessen. Ich glaube, du hast auch vergessen, was diese Rampe eigentlich bedeutet. Nein. Ich weiß es, da hochzukommen. Also ich will jetzt nicht... Oh, ich komme hier sehr, sehr gut rum gerade, ne? Ja, aber du bist noch nicht... Also meine hat noch nicht einmal durchgedreht hinten. Meine auch noch nicht. Klar, ich habe zwar hier so... Jetzt fängt der Spaß an. Denk dran, wer jetzt gewinnt, kann sich das letzte Auto aussuchen. Nee. Oh Gott, ja, okay. Das war's. Tschüss! Das war's, Leute. Das war's komplett. Wir sind raus. Warte. Oh Gott, vielleicht schaffst du das sogar ganz nach oben. Das wäre jetzt krass. Das... Nee, hier ist vorbei. Okay, Leute, das ist sehr, sehr krass. Und jetzt kommen die letzten beiden Gottautos. Okay, hier haben wir sie, Amir. Die zwei Container. Ja. Die 1 Trillion Dollar Autos. Welches Auto wird gewinnen? Wir machen den ersten Container auf. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ja. Das ist hier komplett geisteskrankes Auto. Den nimmst du direkt, oder was? Ja, Digga, den werde ich easy schaffen. Okay, dann gucken wir, was im nächsten drin ist. Ja, okay. Ja, McLaren ist nix. Bro, das ist der Diamond McLaren, ne? Ja, das ist ja komplett. Diamond noch. Okay, ich hab. Leute, ich komm hoch. Oh mein Gott, oh Gott. Ich darf nicht runter. Junge, Bro, meiner ist zu gut, ne? Also, Leute, ihr wisst, ihr kennt den Diamond McLaren. Das Auto hat bisher. Bro, das Auto. Ey! Armin ist runter. Nein, nee, du bist runter. Das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Doch, Schoko gewinne ich. Ja, okay. Falls du vor mir hochkommen solltest, gewinnst du. Nee. Wenn beide Autos oben sind, unentschieden. Guck mal hier, Leute. Bro. Junge, ich sag dir ehrlich, ich kann einschlafen. Ich kann komplett schlafen gehen. Das Ding ist so... Boah, wie weit bist du schon? Weil du mich eben runtergeschubst hast. Leute, ist das krank. Junge, ich hab ja nicht mal Ansatz... Naja, das war klar. 1 Trillion Dollar, was willst du da erwarten? Hast du gewonnen? Ja, ich... Nee, noch nicht. Fällt gleich runter. Nein. Du fällst gleich runter, hab ich gesagt. Guck gleich das an, Freunde, das ist die letzte Kurve hier. Bro. Ich bin oben, Bro. Ich hab's ultra easy geschafft. Das Auto ist so krass. Das Auto ist zu krank. Ich sag dir ehrlich, ich hab sowas noch nie gesehen. Leute, ich hab sowas. Guck mal hier. Wenn ich jetzt hier das Auto. Oh nein, in der letzten Kurve, glaube ich, wird's bei mir schwierig. Bro, wenn ich jetzt hier. Nein, ich glaube, oh jetzt. Gott, oh Gott. Hä? Wo bist du? Bro, du fällst runter. Nein, ich war gerade oben gewesen. Das zählt nicht. Hä? Oh, natürlich war ich gerade oben. Ich fall runter, was? Leute. Mein Auto hat's nicht geschafft. Guck mal kurz, Armin, wie OP das Auto ist, was ich hier habe. Also dein Auto hat's nicht geschafft. Guck mal, wie OP mein Auto ist. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich kenne den McLaren gar nicht. Leute, guckt euch das an. Guck mal hier. Ich kann hier selbst stehen bleiben und kann hochfahren. Das ist 100% Steigerung. Ja, okay. Das geht gar nicht. Leute, damit haben wir den dicken Preis gewonnen. Und zwar 100.000 Dollar GTA-Geld. Leute, Army ist einfach abgehauen. Wir haben easy gewonnen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt gerne Army ab. Das war's gewesen. Ciao, bitte.